Die schnellere Rundenzeit, kurz und knapp. Heute mit dem Thema Bremsen. Spätes Bremsen ist natürlich eins der Dinge, wo man immer machen möchte, um maximal schnell zu fahren. Das ist oft richtig, manchmal auch nicht. Ich fange mit den wichtigsten Themen an. Zum Ersten, die Gashand bzw. die Bremshand. Entscheidend ist, dass ich zwischen den Vollgasphasen und der Bremsphase nicht Zeit verschwende. Sprich, ich möchte so schnell als möglich von dem geöffneten Gas zum geschlossenen Gas und zum Bremsen übergreifen. Das Schlimmste, was man hierbei machen kann, ist, wenn man das Gas zu sehr über das ganze Handgelenk rollt, also sprich die ganze Hand nach hinten ziehen muss, um das Gas auf Vollgas zu halten. Deswegen verbauen viele einen Kurzhubgasgriff. Das ist meiner Meinung nach gar nicht notwendig, sondern man kann das Gas eigentlich schön mit den Fingern rollen. Und der Vorteil, wenn ich mit den Fingern rolle, ist, dass ich das Gas am Ende der Geraden beim Bremsen eigentlich nur noch auslassen muss und sofort bremsen kann. Das heißt, ich muss nicht erst das Gas zurückdrehen und dann die Hand kurz wieder öffnen, mich orientieren, die Finger nach vorne nehmen auf den Bremshebel. Das dauert alles zu lang. Das heißt, ich habe hier viel zu lange Meter, die ich fahre, oder viel zu viel Meter zwischen der Vollgas- und der Bremsphase. Also im besten Fall das Gas einfach nur auslassen und in dem Moment nach vorne auf die Bremse. Somit kann ich so spät als möglich bremsen. Hier ist mir natürlich überlassen, ob ich jetzt 2 Finger, 3 Finger, 4 Finger verwende. Ich persönlich nehme 2, weil die Bremskraft mit 2 Finger für mich ausreicht und ich mit 2 Finger schneller nach vorne bin. Ich habe hin und wieder versucht, mit 4 Finger zu bremsen, habe da tendenziell eher schlechteres Gefühl. Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, was ich für eine Bremspumpe habe. Wenn ich jetzt eine Bremspumpe habe, wo der Hebel zu weit zum Gasgriff geht, was ich sowieso nicht empfehlen würde, ist natürlich 2-Finger-Bremstechnik schwierig, weil dann die anderen 2 Finger geklemmt werden. Somit ist dir selbst überlassen, ob du jetzt 2, 3 oder 4 Finger nimmst. Wichtig ist allerdings, wie konsequent du bremst. Bremse, wenn du mit 2 Finger bremst, mit 2 konsequent, mit 3 konsequent, mit 4 konsequent. Bremse anfangs maximal stark. Versuche von Anfang an maximalen Bremsdruck in die Bremse zu bringen. Also ein wirklich konsequentes Das muss richtig konsequent sein. Versuch von Anfang an starken Bremsdruck aufzubauen. Und ab dem Zeitpunkt, wo du maximalen Bremsdruck aufgebaut hast, verzögerst du schon so stark, dass du in der Regel, je nachdem wie viel Speed du natürlich drauf hast und wie hoch die Differenz zwischen am Ende der Geraden zum Scheitelspeed darauf folgend ist, aber versuche trotzdem den Bremsdruck sofort wieder zu lösen. Weil das bringt mich wiederum zu dem nächsten Thema, wenn es um das Thema Bremspunkt und die Optik geht. Hierbei geht es nämlich um den sogenannten Blick. Bremspunkte setzen ist natürlich immer so ein Thema. Jeder möchte gern visuelle Punkte haben, 200 Meter Schild, 150 Meter Schild, irgendwelche Stempen, was auch immer. Das ist auch wichtig und gut, das gibt es an vielen Stellen und deswegen muss man sich da auch rantasten. Rantasten würde ich mich allerdings nur, wenn ich an Kurven zum Beispiel Notausgänge habe, also auch mal im Worst Case geradeaus fahren kann. Im Zweifel würde ich aber versuchen, tendenziell eher lieber zu früh zu bremsen und deswegen auch von Anfang an sehr stark und sehr konsequent, weil du dann relativ schnell merkst, oh, das war vielleicht zu viel oder zu früh Bremse. Dementsprechend kannst du es dann noch korrigieren und vielleicht die Bremse wieder früher wieder stärker lösen, um den Speed nicht komplett kaputt zu machen. Ganz ein entscheidender Faktor, wenn es um das Thema Blick geht, ist der Fokuspunkt. Setze auf keinen Fall den Bremspunkt als Fokuspunkt. Das tut man sehr gerne, wenn man auf einer Geraden fährt und dann ist da vorne irgendwo meistens links oder rechts, je nachdem, ist irgendwo ein Bremspunkt, so ein 200 Meter Schild und das fokussierst du förmlich so an und da ist es. Das Problem ist, dieser Bremspunkt, der wird sehr nah kommen und alles, was für dich nah ist, empfindest du als schnell. Du willst aber maximal spät bremsen, also darfst du dich nicht maximal schnell fühlen, sondern eher tendenziell langsam. Deswegen ist es wichtig, dass du diesen Bremspunkt out of focus setzt. Du musst ihn zwar wahrnehmen, also hier ist mein Bremspunkt, ich schaue zu dir, aber du darfst ihn nicht fokussieren, aber du kannst trotzdem erkennen, wann du bei dem Bremspunkt da bist und dann auch dementsprechend dort bremst. Und dann hast du den Blick schon im besten Falle an dem vermeintlichen Scheitelpunkt, der quasi in der darauffolgenden Kurve ist. Das heißt, du möchtest von Anfang an schon vor dem Bremspunkt eigentlich den Fokus so weit wie möglich im Scheitelpunkt der nächsten Kurve haben und setze den Bremspunkt out of focus, nie anfokussieren. Der Blick entscheidet nämlich über die Geschwindigkeit. Das
das Auge sagt deinem Gehirn oder dein Gehirn entscheidet dann, wie schnell wir sind. Das heißt, du musst unterbewusst berechnen, wann muss ich wie hart, wie stark, wie lange bremsen, um am Scheitelpunkt eine maximale Kurvengeschwindigkeit von X zu erreichen, die du nicht kennst. Von dem her ist es extrem wichtig, deinem Auge dementsprechend den Scheitelpunkt als Fokus zu setzen, damit diese Berechnung unterbewusst so gut als möglich stattfinden kann. Jetzt kommt natürlich sofort in die Kommentare, was mache ich, wenn ich keine optischen, visuellen Bremspunkte habe? Denn das gibt es auf vielen Rennstrecken immer wieder. Da gibt es ein sehr einfaches Tool und das ist dein Gehör. Vorausgesetzt, das funktioniert gut, aber dein Motorrad hörst du in der Regel, egal wie schlecht du hörst. Also ich höre auch nicht gut, aber ich höre mein Motorrad. Und der Vorteil ist hierbei, dass du in der Regel immer mit gleicher Drehzahl im gleichen Gang irgendwo am Ende der Geraden ankommst. Und du schaltest so die Gänge durch, meinetwegen vom zweiten, dritten, den vierten. Und dann machst du bam, bam, bam. Und dann ist es immer eine gleiche Geräuschkulisse, weil du immer gefühlt gleich lang im vierten Gang noch Vollgas bist und dann in die Bremse greifst. Das Witzige daran ist, unser Gehirn ist unterbewusst so gut, dass du wahrscheinlich innerhalb von einer 2, 3, 4 Zehntel einer Sekunde immer gleich bremsen wirst, obwohl du keinen visuellen Bremspunkt hast. Und mit dieser Geräuschkulisse musst du dich einfach dann rantasten und vielleicht auch mal ein bisschen später bremsen, auch wenn du keine visuellen Punkte hast. Und genauso macht es der Profi, der macht es nur über die Geräuschkulisse und adaptiert sich immer weiter mit den Bremspunkten nach vorne. Zum nächsten Thema bringt, und zwar das Thema Körperhaltung. Eins der wichtigsten Dinge beim Anbremsen ist das schon vorbereitete Sitzen. Nichts schlimmer, ich glaube, ich habe schon 100 Mal gesagt, nichts schlimmer ist es, als erst beim Anbremsen sich umzusetzen auf die jeweilige Kurve. Das bringt viel Unruhe ins Bike, kostet viel Kraft auf den Armen und hindert dich wahrscheinlich daran, später zu bremsen. Also um die Übung, um die es eigentlich geht. Das heißt, du musst dich schon vorm Anbremsen mit deinem Popo in die Richtung setzen, die Kurve, die dann auch nach dem Anbremsen kommt. Also wenn eine Rechtskurve kommt, dann setze ich schon vorher nach rechts. Es ist immer das Gleiche. Das ist das Gute auf einer Rennstrecke. Es ist immer das Gleiche. Spätestens nach 3 Runden weißt du, wo es lang geht. Beherzige dieses Thema. Es ist echt extrem wichtig. Wenn es beim Anbremsen um das geht, versuche auch maximal Gewicht nach hinten zu bringen. Beim Bremsen geht das Gewicht, der Transfer des Motorrads stark nach vorne. Tendenziell wird das Hinterrad leicht und vielleicht auch bewegt sich mal ein bisschen. Umso mehr Gewicht du nach hinten bringst, desto stabiler wird das Ganze. Nutze, um die Arme zu entlasten, deine Knie am Tank. Drück die Knie beide an den Tank ran, presse ihn richtig zusammen. Wenn du das Gefühl hast, du hast zu viel Kraft auf den Armen, ich kenne das auch, wenn ich ein bisschen schlampig sitze, denke ich mir, okay, ich muss mehr Kraft auf die Beine bringen, ich presse den Tank besser zusammen, speziell bei sehr harten, starken, langen Anbremsmanövern kostet das viel Kraft. Und in dem Moment, wo ich wieder dran denke, Arme tun weh, presse die Beine zusammen, zack, bumm, sind die Arme schon wieder ein Stück weit lockerer. Das heißt nicht, dass du überhaupt keine Last auf den Armen hast, aber es soll schon so viel wie möglich in den Beinen sein. Wenn du so komfortabel und so viel Kraft und so viel Selbstbewusstsein hast und dich so gut fühlst, dann kannst du auch schon das Knie oder das kurveninnere Knie bei der Kurve, die gleich kommt, schon öffnen, um das Einlenken so ein bisschen leichter zu gestalten, weil der Wind dich in die Kurve hineinzieht oder auch das Bein ausstrecken, sogenannter Leg Dangle. Das mache ich hin und wieder, nicht bei jedem Kurven, das ist wieder ein eigenes Thema, aber das bringt mir hin und wieder mal das Gefühl von, das Motorrad zieht schöner in die Kurve hinein und deswegen mache ich das, um auch so ein bisschen zu balancieren. Letzter und auch sehr wichtiger Punkt wird oft unterschätzt, das Thema Runterschalten. Die Motorbremse ist essentiell. Ich empfehle nach wie vor, keine Hinterradbremse zu nutzen, weil bei starken Bremsmanövern das Motorrad hinten sehr leicht ist. Das heißt, die Bremswirkung am Hinterrad ist von Haus aus nicht hoch. Also das, was das Rad tatsächlich auf den Asphalt bringt, ist nicht viel Kraft, weil das Rad sehr leicht nur über den Boden schwebt, teilweise den Boden nur getätschelt, da kannst du nicht voll in die Hinterradbremse steigen. Deswegen reicht oft die Motorbremse schon vollkommen aus, um so eine leichte Tendenz in so einen Mini-Drift, das reicht schon, das siehst du noch gar nicht, das fühlst du noch gar nicht, aber das reicht schon, um das Einlenken leichter zu machen. Deswegen ist die Motorbremse viel besser, speziell mit Anti-Hopping-Kupplung. Und wichtig dabei ist, dass du so schnell als möglich runterschaltest. Also das Runterschalten, das muss unmittelbar nach der ersten Viertelsekunde des Bremsvorgangs passieren und sofort alle Gänge, bang, bang, bang. Wenn du keinen Blipper hast oder sonstiges,
Haben wir natürlich auch schon gemacht mit unserem Low-Budget-Projekt in Rijeka. Dann musst du natürlich zwischen jedem Gang wieder auskuppeln, beziehungsweise einkuppeln. Das geht schon auch sehr schnell, wenn man da ein bisschen geübte Hand hat. Ich habe den Vorteil, dass ich viel Motocross gefahren bin früher, da habe ich das üben können. Mit den Superbikes habe ich den Luxus gehabt, immer mit Blipper zu fahren, außer meine ersten zwei Bikes. Von dem her, aber das geht auch ohne Blipper relativ gut, aber man muss halt schon schauen, dass der Runterschaltvorgang sofort beim Anbremsen passiert, damit du in dem letzten gewählten Gang noch maximale Zeit des Anbremsens hast. Das ist wichtig, speziell, weil du dann wieder Ruhe ins Motorrad bringst, weil du schon Schräglage auf der Bremse aufbaust und du willst nicht noch quasi in schon Schräglage auf der Bremse hinein in die Kurve nochmal einen runterschalten. Das ist eventuell gefährlich, um vielleicht so einen Eingangskurven, Eingangs-Highsider zu haben. Das würde ich auf keinen Fall empfehlen. Deswegen maximale Motorbremskraft gleich am Anfang der Bremsphase und sofort runterschalten. Das waren meine 4 Punkte für die schnellere Rundenzeit, wenn es um das Thema Bremsen geht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen, natürlich nur auf der Rennstrecke. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Gib dem Video gerne einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und teile es natürlich mit deinen Freunden. Bis dahin, zum nächsten Mal und ciao.